alle YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Immer noch von der IFA aus Berlin, beziehungsweise abseits des IFA-Geländes. Und wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch, was ich heute so gesehen habe. Das Wetter in Berlin ist echt schön, aber teilweise doch arg windig, sodass ich diesen Teil jetzt doch nochmal lieber im Ruhigen aufnehme. Auf der IFA selber hat es mich erstmal so in Bereiche verschlagen, die ich sonst nicht so sehe. Smart Living, weiße Ware, Siemens, Bosch, Küchenzeug ist nicht ganz so mein Bereich. Aber ich gebe zu, das hat wenigstens gut gerochen, denn drumherum wurde arg gekocht. Dann gab es erstmal eine Standauffälligkeit. Ich hatte natürlich einige Termine, aber dann ist mir was aufgefallen. Nicht nur, dass natürlich jetzt ganz viele Leute rumlaufen, weil die IFA fürs Publikum geöffnet ist, aber dass bei Huawei und Huawei anscheinend doch die gleichen Messebauer beauftragt wurden. Ne? Wenn man sich das Design anguckt und vor allem, wenn man sich die Tische anguckt, oben und die Tischfüße, alles identisch. Das hat dann doch teilweise zum Lachen gebracht. War aber auch nochmal schön, da in Ruhe drüber zu gucken mit den Teilen, die einen Mann die Woche oder die Tage vorher dann gesehen hat. Mein persönliches Highlight des Tages hat sich dann aber am TCL-Stand befunden. Jetzt nicht das TCL-Zeug, wobei das mit den Fernsehern und auch der Wechsel zu Micro-LED auch bei denen jetzt ankommt, sondern ein TCL-Mitarbeiter hatte das neue Xiaomi Fold 2 Smartphone dabei. Das hatte er sich letzte Woche erst in China noch gekauft und dann zückte er das und ich saß und er freute sich und ich freute mich und dann haben wir uns auch darüber unterhalten. Das war richtig, richtig schön. Dann haben wir das Fold neben das Xiaomi gehalten und das Xiaomi im zugeklappten Zustand ist deutlich mehr wie ein normales Smartphone als wie eine langgezogene Fernbedienung. Anschließend gab es dann Showstoppers Reloaded. Unter anderem dachte ich mir, habe ich doch Nokia bei Showstoppers gesehen, ne? Und bei dem Smartphone Nummer vorher. Das gehört dann doch alles zusammen. Die hatten an einem Stand Fernseher und Smartphones. Und wo sich auch ein eher Standbesuch gelohnt hat im Vergleich zu Showstoppers, bei Anker. Ne? Bei Showstoppers gibt es ja nur zwei Tische und dann steht da das ganze Zeug drauf. Und dann hat man so Anker, die wirklich einen kompletten Stand wieder aufbauen und dann mit Security-Kamera und die ganzen Marken einfach mal dann zeigen. Das auch nochmal so für mich so als Notiz, ne? Wenn ich Showstoppers was gesehen habe, ja, aber Standbesuch, gerade bei Herstellern, die beides machen, lohnt sich dann doch nochmal zum nochmal genauer hingucken. Meine Freunde von Taiwan Excellence, ne, Überbande Außenhandelskammer von Taiwan, waren auch wieder mit am Start, hatten dann auch wieder einen Tisch, wo dann auch wieder das Asus 17 Fold OLED zu sehen war und natürlich andere taiwanesische Firmen, die dann ihr Zeug dann da ausstellen, konnte man auch nochmal rumgehen. Ja, war auch nochmal toll. Dann, es gibt auch noch eine ganze Korea-Halle. Nein, da ist nicht Samsung zu finden. Samsung sind im Citycube, diesem großen Gelände, das haben die ja wie jedes Jahr eigentlich. Und da Swiftphone, die freundlichen Mitbewohner, ach nicht Swift, Shiftphone, das wollte ich immer sagen. Ich will immer Shiftphone sagen, aber nein, es ist Shiftphone, die freundlichen Mitbewerber von Fairphone. Da habe ich aber lieber keinen gefunden, einer sollte da auch sein. Na, ist egal, das war dann auch schön versteckt zu sehen. Und vorne in der großen Halle der Nerds habe ich dann doch noch einen Abstecher rüber zu LG geschafft und ich dachte mir, gibt es wieder einen Tunnel, gibt es wieder einen Canyon, gibt es wieder so die Wellenleinwand? Nee. Kommst du nur rein und stößt natürlich direkt auf zwei fette oder jede Menge 97 Zoll OLED-Fernseher, wo LG dann sagt, wir bauen die größten OLED-Fernseher der Welt. Ja, LG, wer bitteschön, wenn nicht ihr? Aber bei LG dann auch wieder Micro-LED zu sehen und noch mal anderes Zeug. Das war dann ganz schön interessant. Ne? Also da dann ne, OLED, 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 Fernseher, Fernseher, Fernseher. Aber da merkt man auch, das erste Mal gerade bei LG am Stand war dann das Gefühl, es ist wieder eine normale IFA oder es ist halt wie alles wie immer. Nur ohne den Tunnel. LG, beim nächsten Mal möchte ich wieder eine große Fernseher-OLED-Installation mit gebogenen Displays sehen. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!